Hallo an alle und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Big Reactors Tutorial. Und zwar beschäftigen wir uns in dieser Episode damit, dass der Big Reactor, so wie er jetzt dasteht, die ganze Zeit weiter produziert. Und wir möchten da so ein bisschen Effizienz auf jeden Fall reinbekommen. Dafür gibt es halt zwei Möglichkeiten. Zum einen wäre die Möglichkeit, das über ComputerCraft zu lösen, oder zum anderen über den RedNet Port, den der Reaktor selber ganz einfach mitliefert. Und zwar, es ist nämlich jetzt so, wir haben jetzt hier unser Interface unseres Reaktors und wir haben da jetzt die ganze Zeit eine Produktion und unser Energiespeicher ist voll auf 100% und das möchten wir ja an der Stelle halt natürlich nicht. Das bedeutet, jetzt wird hier die ganze Zeit Jellorium verbraucht oder Uran, je nachdem, und ohne dass wir das ganz einfach effizient nutzen können, weil unser Energiespeicher ganz einfach voll ist. Natürlich können wir entsprechend auch mehr Energiezellen bereitstellen, aber gerade am Anfang ist das immer ein bisschen schwieriger. Und jetzt würde Jellorium einfach verbraucht werden, ohne dass wir das entsprechend nutzen können. Eine Automatisierungsform sieht Folgendes vor. Und zwar, wir haben hier unsere Reactor Control Rods und die sind jetzt momentan auf 0% gestellt. Und hier hinten haben wir auch noch eine Kleinigkeit. Und zwar haben wir da einen sogenannten Reactor RedNet Port und der ist eigentlich, sagen wir es mal so, wenn man es weiß, erstmal relativ simpel aufgebaut. Das bedeutet, dieser Reactor RedNet Port hat hier wir haben hier verschiedene Settings, zum Beispiel Input oder Output. So, und alles was Output heißt, bedeutet, da werden Informationen herausgetragen, ganz einfach. Ja? So, das bedeutet, wir haben jetzt einen Output auf der weißen Lane und wenn wir das Ganze hier anschließen an einem RedNet Cable mit einem Programmable RedNet Controller, da gehen wir auch nochmal ins Interface rein, da ist es nämlich so, dass wir auf der linken Seite einen Input haben, ganz einfach. Das heißt, wir haben hier einen Output und hier kommt was rein. Auf der weißen Lane kommen Informationen rein. An der Seite rechts, das heißt, das muss auch entsprechend so eingestellt werden. Und wenn ich hier mal ein bisschen rumspiele, sehen wir da halt verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Das R steht an der Stelle für rechts, das heißt, rechts kommt die Information von diesem RedNet Controller oder kommt rechts die Information weiß herein und muss auf an der Stelle Pass-Through gestellt sein. Und dann wird eine Output-Information auf orange auf der rechten Spur, kann man hier natürlich entsprechend auch wieder einstellen, wieder herausgegeben. So, das eignet sich bei diesem Konstrukt sehr, sehr gut. So, das bedeutet, wir haben hier bei dem Energy Puffer in Prozent, das heißt, da haben wir das, Output Energy Amount in Prozent. Das heißt, wenn wir jetzt, und wir gehen jetzt nochmal nach vorn, wir haben jetzt hier unseren Energiepuffer, der ist jetzt 100% Fuel. Wir gehen mal davon aus, dass er jetzt nur noch auf 80% Fuel ist. Das bedeutet, von der Sache her, wenn ich das gleich anschließe, ist es so, 80% wird über die weiße Lane in den Programmable RedNet Controller gegeben und 80%, also die Zahl 80, wird programmiertechnisch über die orange Lane wieder zurückgegeben. So, und unsere orange Lane, ist, dass wir da zum Beispiel einen Input, Change of, bla bla bla, also Input, Change Control, What Insertion. So, das bedeutet ganz einfach, dass wir so viel wie unsere Stäbe da ganz einfach reinfahren. Wir können das jetzt zum Beispiel auch manuell setzen. Das heißt, unser Brennstab setzt hier zum Beispiel bei 50% dann zum Beispiel nur noch an. Also, das heißt, maximale Einfuhr von Jellorium oder Uran, je nachdem, liegt bei 50%. Ja, so. Das bedeutet, wir wollen mal anschauen, wie das in der Praxis aussieht. Das bedeutet, wir verbinden mal unser RedNet-Cable, weil alles ist ja schon vorkonfiguriert an der Stelle. Das bedeutet, wir haben jetzt, jetzt ist es so, dass der Reactor-Controller auf jeden Fall erstmal runterfährt. Ja, das ist erstmal die erste Geschichte. Wir gucken einmal uns die Control Rods an, die stehen nämlich jetzt auf einmal auf 100%. Das heißt, unser RedNet Cable oder unser RedNet Controller hat die Information auf jeden Fall schon mal weitergegeben, auch an den Reactor Controller sozusagen. So, und damit
wird der Reactor Controller so ein Stück weit heruntergefahren. Und wir verbrauchen kein weiteres Hyalurium. Wenn wir jetzt zum Beispiel halt sagen, wir haben jetzt hier unsere Resonant Energy Cell und verbinden diese einmal mit unserem entsprechenden, stellen hier nochmal was um, einmal auf, ne, Extract nicht, sondern auf Insert und erhalten damit unsere Energie aus unserem Speicher. Das heißt, wir sind jetzt bei einem Fuel von, na, 60%, 50% und wir gucken jetzt einfach mal, was damit passiert. Das bedeutet, wir nehmen das hier einfach mal raus, wir sind jetzt bei einem Fuel von 50% und wir gucken mal, was die unsere Control Wards machen. Wir sind hier auch wiederum bei 50%. Und so können wir das Ganze so ein bisschen steuern. Wir können jetzt auch theoretischerweise sagen, okay, gut, wir können hier zum Beispiel auch noch, jetzt werden zum Beispiel alle Control Wards, die sich hier oben drin befinden, also alle 9 Stück, werden kontrolliert. Haben allerdings auch noch die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel halt zu sagen, okay, gut, bitte nur an der Position 88.8.746, bitte nur diesen herunterfahren oder ähnliches halt. Ne? Also das heißt, diese Möglichkeit zu differenzieren hätten wir theoretisch auch noch, dass wir da auch nochmal irgendwie ein bisschen was machen halt. Ne? Ansonsten auf jeden Fall gibt es hier noch sehr, sehr viele weitere Funktionen, mit denen man sich erstmal nochmal extra beschäftigen muss, aber ansonsten ist das erstmal eine sehr, sehr einfache Methode, um eine Automatisierung des BQ-Reactors ganz einfach hinzubekommen. Ne? Ich hoffe, euch hat das Tutorial an der Stelle gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten und ja, dann sehen wir uns im nächsten Tutorial wieder oder auch im Let's Play. Dankeschön, lasst ein Abo da. Tschüss.